Im Jahr 2015 ereigneten sich in Sachsen-Anhalt 1090 Verkehrsunfälle alleine beim Abbiegen. Besonders Fahrer von Lastkraftwagen und Bussen haben bedingt durch die Größe und Konstruktion ihrer Fahrzeuge einen eingeschränkten Sichtradius beim Abbiegen. Fußgänger und Fahrradfahrer, die sich in dieser Situation im sogenannten toten Winkel befinden, werden übersehen und es kann zu tödlichen Unfällen kommen. Auf dieser großen gelben dreieckigen Matte kann mehr als eine ganze Schulklasse Platz nehmen. So groß ist der tote Winkel beispielsweise bei einem LKW. Um die Verkehrsteilnehmer zu schützen und auf das Thema hinzuweisen, fand der Aktionstag Toter Winkel statt. Initiiert wurde er vom Landesverband des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt, der Spedition Gerhard Bertram, der Autobahnpolizei Börde, der Landesverkehrswacht, der Industrie- und Handelskammer Magdeburg und der KRAVAG-Versicherung. Aus den teilnehmenden 5 Grundschulen am Westring, am Glasie, Salbke, Westerhüsen und Ottersleben nahmen insgesamt 260 Erstklässler teil. Und jetzt kommen wir zu dem letzten wichtigen Thema. Schirmherren der Veranstaltung waren der Minister für Inneres und Sport, Holger Stahlknecht, sowie der Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Thomas Webel. Der fehlende Überblick beim Abbiegen kann zur Gefahr werden, wie die Unfallstatistik 2015 beweist. Sie erfasst fast 38.000 Unfälle beim Abbiegen, 200 Personen verloren dabei ihr Leben. 1090 dieser Unfälle passierten in Sachsen-Anhalt. Es besteht also Handlungsbedarf auf allen Seiten, wie auch Landesverkehrsminister Thomas Webel findet. Für die Kinder geht es nur um Aufklärung. Also so wie heute, solche Tage sind sehr vernünftig, wo sich eben die IAK, der Landesverkehrsverband, die Polizei und die Landesverkehrswacht gemeinsam um dieses Problem kümmern. Langfristig ist es ja so, dass die LKWs diese toten Winkelspiegel haben müssen. Aber sie haben noch viele, die im Bestand sind, wo eben der Bestandsschutz gilt und die diese Spiegel noch nicht haben. Und deshalb geht es nur darum, beide Seiten aufzuklären, die Kinder wie die Fahrer, um möglichst Gefahren für beide zu minimieren. Denn jedes verletzte Kind ist eins zu viel und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Die Landesverkehrswacht verdeutlichte anhand von Beispielen die verschiedenen toten Winkel bei einem LKW. Um das Ganze zu veranschaulichen, durfte sich jeder Schüler ans Steuer des Umzugswagens der Magdeburger Spedition Gerhard Bertram setzen. Die Erstklässler konnten so aus nächster Nähe den eingeschränkten Sichtbereich des Fahrers sehen und die Situation dadurch sehr gut nachvollziehen. Mit der Verkehrserziehung und Sensibilisierung kann man nicht früh genug anfangen. Das sagt auch Gerhard Bertram, der Präsident des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Da haben wir gesagt, wir fangen das mal an mit den ersten Klassen. Und das hat so gut geklappt jetzt hier wie Montag hier. Es ist ja erster Schultag wieder nach den Ferien, dass wir die ganzen Schulklassen jetzt hier, was wir schaffen konnten, erstmal aktiviert haben und haben das gemeinsam mit der Polizei, Verkehrswacht, IAK und wie sie alle heißen, haben wir das durchgezogen. Und da wir uns ja immer noch im Rahmen der Schule bewegen, darf zum Ende eine kurze Überprüfung des Lernerfolges nicht fehlen. Also, liebe Schüler, was habt ihr denn heute gelernt? Wir haben was über den toten Winkel gelernt und dass ein LKW-Fahrer nicht so gut was sehen kann, wenn ein Autofahrer über die Straße geht. Wo wir der LKW uns sehen, nicht so richtig gut sehen kann. Ja, da darf man nicht hin, weil der LKW-Fahrer das nicht am Spiegel sieht. Die Schüler hatten auch die Gelegenheit, die Arbeit der Polizei hautnah mitzuerleben. Vertreter der Autobahnpolizei waren mit einem Mannschaftswagen, einem Polizeimotorrad und einem Streifenwagen vor Ort. All das bekamen die Kinder vor Ort gezeigt und erklärt. Überall konnte man Probe sitzen. Ein erster Schritt der Sensibilisierung ist also getan. Vorsicht und Aufmerksamkeit sind im Straßenverkehr trotzdem geboten. Dazu finden auch in den Folgejahren weitere Aktionstage mit den beteiligten Firmen und Institutionen statt.